Jo, Montag geht's los. Die Bauern sind auf der Straße und viele andere auch. Zu Recht, absolut zu Recht. Es ist so viel Unmut da über vieles, was sich auch über Jahre angestaut hat. Und deswegen geht es jetzt auch nicht mehr nur um Agrardiesel, den man jetzt auf 3 Jahre verteilt abschaffen will, sondern es geht um sehr viel mehr. Mein Aufruf. Es ist wichtig, dass wir viele sind, dass wir absolut friedlich sind. Das ist oberste Priorität. Wir leben in einem demokratischen Land und ich möchte weiterhin in einem demokratischen Land leben. Und deswegen Protest ja, aber friedlich. Keine Angriffe persönlicher Art, also auch nicht körperlicher Art gegen irgendjemand. Und lasst euch nicht provozieren. Lasst euch auch nicht in irgendeine rechte Ecke stellen von irgendjemand, der euch das andichtet, anschreibt. Nein, wir sind nicht rechts. Ja? Wir nehmen nur unser Recht wahr, unseren Unmut in einem demokratischen Land kundzutun. Ja? Und deswegen bleibt friedlich, lasst euch nicht provozieren. Und wenn bei diesen Protesten irgendjemand austickt, nehmt ihn zur Seite. Ja? Weil die warten alle nur auf diese Bilder, wie wir sie gestern Abend von der Fähre gesehen haben, als Habeck anlegen wollte von dem Urlaubstag. Ja, wenn 1000 Leute da sind und 10 austicken, dann werden diese 10 Leute gefilmt. Und es ist das Schlechteste, was passieren darf. Oder was passieren kann. Ja. Deswegen, wenn ihr merkt, da tickt jemand aus, schnappt den, ja, haltet die zurück, weil wir haben viel mehr zu verlieren mit solchen Bildern, als wir überhaupt nachher wieder gut machen können. Und der Protest ist jetzt so wichtig, dass sich Dinge in diesem Land verändern, dahin wieder, dass wir dieses Land werden, das wir auch mal waren. Ja? Und das heißt aber nicht, dass wir zurück wollen, sondern wir haben alle Lösungen schon. Ja? Aber gebt den Leuten Verantwortung, die Ahnung haben, auch in den Ministerien, die wissen, wie wir dieses Land aus dieser Situation rausbekommen. Wir sind in einem Land mit höchsten Steuereinnahmen, die höchsten, die wir je hatten, und kriegen es nicht hin, mit diesen Steuereinnahmen unser Land zu finanzieren. Das kann einfach nicht sein. Ja? Wir verschenken das Geld in alle Welt, gefühlt. Ja? Die Zahlen machen überall die Runde, muss ich nicht nochmal nennen. Aber das kann nicht sein. Ja? Wir brauchen das hier. Es gibt genügend wichtige Dinge, die wir uns auch als Deutschland nach wie vor leisten können. Aber jetzt geht es darum, dass sowas wie hier heimische Nahrungsmittelproduktion, heimische Energieproduktion, ja, das ist das, was wir auf dem Betrieb machen, dass das weiterhin stattfinden kann. Und wir haben, nochmal, wir haben alle Lösungen. Egal ob in der Wirtschaft, im Transport, im Gesundheitswesen, überall sind die Lösungen da. Aber die Leute, die pragmatische, bezahlbare Lösungen haben, die werden nicht gehört aufgrund irgendwelcher Interessen irgendwo und zum Teil auch aufgrund ideologischer Scheuklappen. Und das müssen wir abschaffen. Ja? Es geht nicht darum, einen Umsturz oder sonst was zu bekommen. Ich möchte keinen Umsturz. Ich möchte in einem Deutschland leben, das Grundgesetz als Verfassung hat. Und auf der Basis möchte ich dieses Land mit umgestalten. Und ich glaube, da stehen alle anderen auch dahinter. Ja? Aber jetzt ist einfach mal ein Punkt erreicht, wo das Maß voll ist, wo wir zeigen müssen, so geht es nicht weiter. Ja? Und ich habe es im letzten Video schon gesagt, es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Köpfe auszutauschen, sondern es geht jetzt darum, die richtigen Köpfe in Verantwortung zu bringen, damit wir die Lösungen hinbekommen, die alle, wie gesagt, schon da sind. Und wenn wir die umsetzen, dann sind wir in 3, 4, 5 Jahren auch wieder da, wo Deutschland mal war und wo es auch hingehört, nämlich ganz weit vorne. Und zwar überall. Nicht nur wirtschaftlich, da aber ganz wichtig im Moment, sondern auch in Sachen Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz. Ja, wir haben alles schon. Also, liebe Politik, schnappt euch die Leute, die Lösungen haben. Ja, hört auf die. Und das ist unsere Aufgabe, die Politiker zu informieren, was haben wir als Lösungen. In diesem Sinne,
friedlichen Protest. Euer Michel. Ciao.